Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal wieder im leichten Track-Day-Setting, denn ich fand diese Einstellung ganz cool beim letzten Mal. Ja, und heute haben wir uns einfach mal ein paar Klassiker rangeholt. Wir sitzen selber heute im Ferrari F40. Schöne Klappscheinwerfer und so, könnte ich eigentlich mal anmachen. Ja, und haben ein paar klassische Konkurrenten eingeladen, die, naja, nicht wirklich Konkurrenten sind. Der Roof Yellowbird ist dabei, den kann man ja einigermaßen in die Klasse packen. Ansonsten seht ihr da hinten schon den Ford Escort lauern, dann haben wir einen Lamborghini Countach, Miuras haben wir dabei, noch ein paar andere F40s und das war's dann auch, glaube ich, schon. Ja, und wir sind heute in Australien unterwegs, auf Barbagallo. Und, ja, ist eine sehr schöne Modstrecke, die haben wir schon mal gesehen im Peugeot 504, da war der Cobra zum Beispiel, die sind auch mit dabei. Peugeot 504, haben wir den schon mal gezeigt, die Strecke. Ich gehe mal eben ins Cockpit und dann würde ich sagen, legen wir los. Machen wir eben die Apps hier an, so, und dann gucken wir, dass wir keinem reinfahren. Ach, guck mal hier, das wollte ich auch noch mal eben zeigen. Chrysler 300C als Safety Car. Ist das mal nicht eine fiese, geile Karre? Guck mal, wie breit der ist allein schon. Ist der echt, also wird der so genommen und gefahren in Barbagallo als Safety Car oder in irgendeiner australischen Rennklasse? Ich weiß nicht, Pedders. Das ist Werbung, ich kann sonst hier nichts erkennen. Ah, hier, V8 Supercars, ja natürlich. Dann ist er da wohl dabei. Ja, geile Sache, muss ich mir direkt mal angucken, ob der wirklich dann auch so aussieht. Weil das ist schon, also wenn ein 300er C SRT 10, dann bitte so, auch mit Breitbau Bodykit. Das ist schon echt stylisch. So, jetzt geht's aber los hier. Streckenverhältnisse, also die Streckengripbeschaffenheit steht auf Slow. Außerdem haben wir 90er Straßenreifen drauf. Und werden schon so die ein oder anderen Striche hier sehen, die natürlich die KI auch auf die Strecke zaubert. Allerdings nicht im Drift, sondern einfach nur, weil die sich verbremst. So wie ich jetzt gerade eben die Pedale treten soll. Ja, sind alle kalibriert richtig. Sehr schöne Strecke, technisch schon, ja, eigentlich nicht anspruchsvoll, aber es klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, ja, die Strecke ist einfach und dann ist man aber trotzdem nicht schnell und so weiter. Ist ja immer eine Strecke, kann ja einfach zu lernen sein, aber dann schwer zu mastern oder zu meistern, sagt man ja so schon im Englischen. Easy to learn, hard to master. Das trifft wahrscheinlich auf die Strecke zu. Nicht viele Kurven, ein bisschen was geradeaus, schön zu driften. Schön breit vor allen Dingen auch, das ist ziemlich gut. Pelf, Pelf. Link natürlich in der Beschreibung. F40 natürlich nicht das geeignetste Driftauto. Weil der Mittelmotor. Dann noch ein Turbomotor. Oh Gott. Oh Gott, siehst du, das meine ich. Hätte ich jetzt gesagt, das ist eine einfache Strecke, dann hätte ich halt schon wieder wie der letzte Depp da gestanden. Das gibt's ja gar nicht. Da stehe ich wahrscheinlich so auch schon. So. Guck mal, der Ruf hatte ein Skin, den wir mal runtergeladen haben. Naja, Mittelmotor, V8, Turbo aufgeladen. 480 PS. Aber verdammt sexy sieht halt einfach aus. Ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Ich weiß nicht, mein Onkel hatte damals ein F50 Modellauto. Aber nur zum im Regal rumstehen. Das hat mich schon immer so fasziniert. Dann habe ich irgendwann den Vorgänger kennengelernt und das war dann der F40 und dann immer das sieht aber geil aus! Ja, und jetzt kann man hier fahren, wunderschön im Spiel, in guter Qualität. Und da ist wirklich Assetto Corsa zurzeit eine Ausnahme, weil ich da häufig die Sim anschmeiße, nur um zu fahren. Ja, also wirklich nur um jetzt mal ein Fahrzeug auf einer Strecke auszuprobieren und das dann auch ein bisschen auszutesten und zu fahren. Einfach nur das Fahren an sich zu genießen. Das fällt mir bei anderen Titeln noch etwas schwer, muss ich sagen. Und ist mir bisher so noch nie aufgefallen. Uff. Das hatte ich, glaube ich, nur mit dem Shift Street Mod in R-Faktor. Der lange nicht so eine Qualität hier erreicht hat, wie Standard-Content von Kunos natürlich. Das haben wir neben uns. Oh, schade, das wäre auch zu schön gewesen. Cobra, Mustang, ach, Cobra Countach und F40. Und der F40 geht natürlich quer, weil der Dookie drin sitzt. Aber guck mal, wie langsam wir hier sind. Die haben alle Semi-Slicks drauf.
und wir nur die 90er Straßenreifen, kommen natürlich nicht gut aus den Kurven, sind natürlich eh immer die ganze Zeit quer. Aber auch auf der Bremse haben wir da schon Nachteile. Ja, da ist das Assetto Corsa halt wirklich zur Zeit eine Ausnahme, wo ich echt Bock habe zu fahren. Also, verstehe mich nicht falsch, würde es Assetto Corsa nicht geben, hätte ich garantiert... Würde ich garantiert andere Sims anschmeißen, um da zu fahren, weil ich Bock am Fahren habe. Aber jetzt, wo ich es mir aussuchen kann zwischen R-Factor 2, GameStalker Extreme, Project Cars, Race Room Racing Experience, GTR 2, Power and Glory Mod, kürzlich erst noch getestet und gezeigt, da muss ich gar nicht lange überlegen. Aber liegt natürlich auch am Content. Das ist die einzige Sim mit Straßenfahrzeugen. Mit echten, gut gemachten, sich gut anfühlenden, gut aussehenden Straßenfahrzeugen. Ja, okay, R-Factor 2 hat ja auch die Corvette, hat auch der NSX und so weiter und Panos. Aber es sind ja nur ein paar. So, und die hast du dann immer mal gefahren, dann denkst du, ja, gut. Aber hier ist so eine große Auswahl, so eine schöne Auswahl, so eine Klassiker-Auswahl, dass ich da immer noch nicht genug vorgekriegt habe. Ruf hinter uns. Ziemlich viele rote Fahrzeuge unterwegs, habe ich das Gefühl. Easy. Das ist das Schöne an dieser Slow-Einstellung mit Street 90s. Du hast so viel Zeit für alles. Ach, das ist so herrlich. Oh, oh, oh. Ich dachte gerade schon, das ist ein bisschen schnell, der Ruf, aber passt noch. Ach, das ist so toll. Ich wünschte, ich hätte diesen Kilometerzähler von Anfang an schon drin gehabt, weil ich natürlich bestimmt schon Vielfaches davon abgespult habe, als diese 18 Kilometer jetzt. Ach, guck mal, wie schön! Ach, ist das geil! Ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn es vielleicht für euch nicht die spannendsten Videos sind. Aber das macht so eine Laune, ja, einfach so ein bisschen ein paar Zentimeter rumzudriften. In einem Auto, was mehr als 30 Jahre alt ist. Ne, gar nicht, ist gar nicht, ne? Geht so auf die 30 zu, oder? Kam der raus? 85 schon, 86, ich glaube eher so 88, ne? Das ist der Yellow Bird. Ach, ich weiß immer so viel, ich weiß immer alles. Ich bin das Lexikon der deutschen Sim-Racing-Szene. Und auch der amerikanischen, aber das wissen die noch nicht, weil ich so wenig Englisch spreche. I'm sorry. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, eine Runde machen wir noch so ein bisschen mit Driften und Quertreiben und so weiter. Und dann holen wir uns auch mal die Semi-Slicks und gucken mal so ein bisschen auf Rundenzeit, was da so geht. Genug gecruised. Aber einmal cruisen muss noch sein. Schade, ich dachte, der geht ja auch im dritten Gang, aber da müssen wir echt auf den Turbolader warten, bis der anschlägt. Jura auch mit dabei. Spaß, Spaß, Spaß. Wer braucht schon Hinterreifen? Ich brauche sie nicht. Wir fahren jetzt in die Box, holen das Neue und dann können wir mal ein bisschen schnell fahren. Vielleicht, hoffentlich. Ich weiß gar nicht, was die anderen hier so für eine Rundenzeit raushauen. So.
easy. Schön auf 80. Dann nach vorne durchfahren. Und dann holen wir uns mal eben neue Reifen. Was nehmen wir denn? Straßen? Ey, komm, wir nehmen direkt die Semi-Slicks. Oh, ich wollte hier gerade Euro Truck Simulator-mäßig rechts blinken. Zug, stehen wir ein bisschen weit, aber egal. Zack, zurück zur Box. Und jetzt könnt ihr mal eben gucken, hier Standard-Setup und so weiter und so fort. Street 90s, da gehen wir aber jetzt auf die Semi-Slicks. Lassen wir vielleicht sogar mal ein bisschen Luft raus. Einfach nur, um das Fahrzeug ein bisschen für die Rennstrecke vorzubereiten. So, und dann geht's ja ab. Was haben die anderen so für Zeit gefahren? GT40 ist eindeutig der schnellste mit 1 Minute 4246. Wir sind bei 1:10. Ja, also, ich meine, natürlich in Driftmanier und so weiter. Aber trotzdem 6 Sekunden auf so einer kleinen Strecke, das ist schon eine verdammt große Menge. Selbst mit Demislicks fangen wir an, so rumzudriften. Aber jetzt wird sich konzentriert und zugeguckt. Ist natürlich praktisch, wenn man dann auch die Ideallinie so gar nicht kennt. Ah! Da geht's schon los. Können wir denn sehen, wo ein F40 hier auch noch ist? Nee, die sind alle weiter vorne. Na gut, brauchen wir nicht. Wir machen jetzt eine Zeit. Wie spät wir hier bremsen können, das ist ja ein Traum. Da uns keiner, der nervt. Geht natürlich alles noch schneller, ich weiß, aber für die erste Runde auf schnell, schnell geht das, glaube ich, sogar schon. Bin ich mal auf die Zeit gespannt. Früh auf der Bremse. Generell ein bisschen langsam. Das Gute an der Strecke gefällt mir hier, dass die Linie der KI immer so ein bisschen in der Mitte liegt und nicht so ganz auf Ideallinie getrimmt ist. Habe ich so das Gefühl. Zumindest auf den Geraden und so weiter. Und da ist halt sehr geil für dieses Trackday-Feeling, wenn du der Schnellste auf der Strecke bist und die machen dir alle Platz so ein bisschen. Ja? Kann man sich das so ein bisschen einreden. Ach, guck mal, ist aber auch ein Bild für die Götter, oder nicht? Cool Touch, ein Yellowbird. Ein F40 und der Miura da hinter uns noch. Nee, ist auch ein Cool Touch, schade. Ach, ist das herrlich. Oh Gott, so, was haben wir jetzt hier? 1:42:30. Direkt mit der ersten Runde. Beste Zeit gefahren. Das ist natürlich, ja, würde ich sagen, steht die KI zu schwach. Eindeutig. Ach, guck mal, das ist sogar diese LV-Variante. Wer war denn nochmal? Ludwig? Ne, wie hieß er denn? Louis? Auf jeden Fall der Typ, der sich dafür entschieden hat, einen Kuntatsch mit Flügel haben zu wollen und da einfach einen draufzusetzen. Der ist es, glaube ich, oder? Nein! Ich wollte so schön hinter ihm herdriften noch, aber das hat dann leider nicht geklappt. Da sieht man es auch, der hat so schwarze Schweller noch. Nochmal ein Hinweis auf diese Special Edition. Ich glaube, das ist aber dann auch schon hier die letzte Runde. Ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen spannender von der Zeit her. Oh nein, ein Absturz! Schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das ist ja ärgerlich. Ich sage aber trotzdem, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Gibt es noch mal ein bisschen was aus der Wiederholung.
Oh, dann hatten wir echt schon lange nicht mehr. Das ist ja schade. Ja, aber okay. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.